Miau, miau, der Beutel hier. Willkommen zu Stray. Ja, liebe Leute, wir spielen endlich das Katzenabenteuer, welches im Cyberpunk-Ambiente quasi spielt. Und ich habe lange auf dieses Spiel gewartet. Viele Leute haben auf dieses Spiel lange gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich drauf. Und wundert euch nicht, wenn ich in dem Let's Play mit Zuschauern rede. Ich habe das live gestreamt und dann aufgenommen und lade das erst im Nachgang auf YouTube hoch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und jetzt geht's los mit dem Let's Play. Ich hau in die Tasten. Genau, wir benutzen Controller, denn da steht's, Stray lässt sich am besten mit einem Gamepad spielen. Ich finde es übrigens geil, dass sie Gamepad sagen und nicht Controller. So Leute, also, ich hoffe Sound passt und alles mögliche. Ich gehe einfach aufs Spiel starten. Hier hatte ich schon mal gecheckt wegen Sound, nicht wundern. Ich nehme jetzt hier einfach, können wir den löschen? Na egal. So. Spiel starten. Freunde, wir spielen Stray. Oh yay, oh yay. Hi, Mr. Fingerle, grüß dich. Es gewittert und ich sehe Katzen. Wer hätte das gedacht? Miau. Also ich hatte ja selber seit Kindheit Katzen, das heißt, ich bin Katzenfreund. Meine letzten zwei Kater sind beide... sind beide 19 Jahre alt geworden. Deswegen weiß ich, wie Katzen so ticken. Und wie die drauf sind. Zum Beispiel machen die ganz gerne mal sowas Niedliches. Och, guckt. Och, guckt. Ist voll geil gemacht, ey. Wo sind wir hier eigentlich? In irgendeiner Art... Abwasserrohr, irgendwas. Bunker. So, hier haben wir noch. Ja, hallo, grüß dich. Komm, ich will spielen. Und schön Arsch. Ein Arschreiben aneinander. Das fetzt. So, hier haben wir noch einen Spielgefährten. Oh, es schnurrt sogar. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber es schnurrt leicht. So, was müssen wir jetzt machen? Hier runter geht's nicht. Ah, hier hinlegen. Ist das niedlich? Guck mal, wir liegen zu viert auf einer Pappe. Auf einer durchgeweichten Pappe. Ach, süß. Bin jetzt schon hin und weg, Leute. Hat uns am Ohr gezwickt. Die schnurrt schon wieder so leicht, die Katze. Das ist geil. So eine Geräusche hat mein Kater auch immer gemacht. Innerhalb der Mauer. Ah, guck mal, das hier oben ist das Katzensprache oder sowas. I don't know. Okay, jetzt sind wir
ganz unten von diesem Wirrwarr hier. Ich weiß nicht, das sieht fast so aus, als ob dieses Abwassersystem irgendwie zu einer großen Stadt gehört oder so. Ist auch schon ganz schön angegammelt. Drücke B, um zu miauen. Ah, okay, dann kommen die zu mir. Wartet, das testen wir nochmal. Cool. Wir können miauen, Leute. Wie geht denn hier rennen? Ah, hier hinten. Abs. Ich schätze mal, wir müssen jetzt der Katze hier folgen. Was macht die jetzt? Oh. Wir kratzen am Baum. Aber was bringt das? Nichts. Gut. Wir haben Kratzspuren hinterlassen. Warum nicht, Leute? Warum nicht? Was meint ihr? Hat das hier irgendwie eine große Stadt als Hintergrund? Wo sind denn die anderen jetzt? Hallo? Ah, hier oben. Oh mein, hier war doch gerade was angezeigt, oder? Nö. Ich dachte, da wurde gerade was angezeigt. Sandpfötchen, wie das klingt, das ist cool. Oh, warte mal, hier. Soziale Kontakte. Guckt's euch an. Da könnte sich so mancher Mensch noch was abschneiden. Ein Pumpspeicherwerk oder eine Stauanlage, okay. Miau. Na, ich latsch den hier einfach mal hinterher. Die werden schon wissen, wo es lang geht, Freunde. Oh. Ich will auch hier hoch. Sehr cool. Alte A, um Sprünge zu verknüpfen. Wie das klingt, das ist geil. Die kleinen Katzenpfötchen auf den Metall. Süß. Ich schätze mal, hier gibt es irgendwann so richtig knackige Rätsel oder sowas, ne? Kann ich mir gut vorstellen. So, hier einfach runter, sagt ihr? Okay. Was machst du hier? Ach, du spielst mit der Blume oder was? Na gut, seid ihr doch gegönnt. Katzen sind nun mal verspielt. Verschmust und verspielt. Und niedlich. Und die können schön schnurren. Halte LT, um dir was anzuschauen. Okay, was soll ich mir anschauen? Die Dinger wackeln, ja. Okay, das war knapp. Aber die machen das schon, Leute. Na hopp. Oh oh. Oh oh. Nein. Nein. Zum Glück haben wir 9 Leben. Oh oh, waren wir das? Oh je, Leute. Ich glaube, wir sind verletzt oder so. Auf alle Fälle sind wir hier im Menschenmüll gelandet. Oh ne, und ganz alleine. Oh, die könnte ich nicht hören.
Oh je, Leute, das ist ja voll dramatisch. Voll dramatisch. Sollen wir trotzdem immer mal überall hingucken? Oh ja, wir sind verletzt, Leute. Nee, dann lass mal keine Experimente machen. Oh je. Ach du Scheiße. Komm, du schaffst das. Oh nein. Das war gerade ein komisches Geräusch, dieses Puff. Was ist das da? Was wackelt da? Seht ihr das? An dem Müllsack ist doch irgendwas. Was sind denn das für Dinger? Okay. Scheint nicht von Planeten Erde zu kommen. Weiß es nicht. Hab ich noch nie gesehen. Aber das hat ja nichts zu sagen. So, okay. Wir nehmen anscheinend die letzte Kraft zusammen, lecken uns nochmal unser verwundetes Bein. Und dann gehen wir mal davor gucken. Zu dieser mysteriösen Tür, die sich soeben öffnete. Ach, auf einmal kann ich wieder laufen? Was ist denn jetzt los? Warum kann ich plötzlich laufen, Leute? Sollen wir hier rein? Ach du Scheiße, ich hab's gewusst, Leute. Es ist tatsächlich eine riesige Stadt, oder was? Totenstadt. Es ist eine Totenstadt. Okay. Guck mich hier ein bisschen genauer um, Leute. Ich will hier nicht verpassen. Hier leuchtet. Wo es leuchtet, ist ja meistens was. Oder? Bin ich hier irgendwo hoch? Nee. Aber ich muss bestimmt einfach hier rüber springen. Wow. Oh oh. Ist das gut oder schlecht? Okay, wir wurden schon mal gesehen. Was ja jetzt erstmal nicht verkehrt ist, wir sind ja an sich nur eine Katze. Sollte ja kein Problem. Okay, da vorne blinkt was. Sollte ja kein Problem sein. Oh, da vorne sind sie, diese Dinger. Was ist das hier? Ein Roboter, ein Android oder irgend sowas. Krass. Ich habe halt irgendwie Schiss, dass wir hier irgendwas verpassen. Können wir hier hoch? Ach, guck mal, hier können wir hoch. Und dann? Hi Schlawutze, grüße dich. Und hi Trafalgar. Herzlich willkommen. Oh, okay, da steht Help. Und wir können das als Katze anscheinend lesen, was mich ein bisschen verwundert, aber wir sind ja eine hilfsbereite Katze. Ich weiß nur nicht, ob das so eine gute Idee ist hier bei der grünen Suppe. Follow me. Oh, hier, guck. Ah, da ist auch die Kamera, die verfolgt uns anscheinend wieder. So, Freunde. Wo lang? Oh. Da müssen wir doch bestimmt irgendwas runterschmeißen, was den Ventilator blockiert. Zumindest wäre das jetzt so mein Gedankengang. Allerdings sehe ich hier nichts. Okay, Leute, was machen wir?
Ist hier irgendwie eine Eisenstange? Was ist denn hier mit diesem blöden Kanister? Den kann ich nicht. Ist keine gute Idee, ne? Das machen wir nicht, Leute. Scheiße, okay. Wir müssen irgendwas suchen. Beziehungsweise einen anderen Weg finden. Also da kommen wir offensichtlich nicht hoch. Eventuell... Ah, guck mal. Über das Rohr da drüben. Aber da kommen wir ja auch nicht hoch. Leute, habt ihr eine Idee? Oh. Ah, hier ist was. Hier ist was. Ah, okay. Ich hab's. Ein Blecheimer. Kann die damit hochspringen? Ja. Gute Katzi, gute Katzi. Ja. Wie heißen denn eure Katzen zu Hause? Schreibt's doch mal in den Chat, beziehungsweise die, die die YouTube-Aufnahme sehen, schreibt's doch mal in die Kommentare. Also, meiner damals hieß Charles und Attila. Und die, die wir jetzt haben, die sind uns ja quasi zugelaufen, heißen Pinky und Muschi. Das sind zwei Weibchen. Okay, hier haben wir was zum Runterschmeißen, glaube ich, oder? Ja. Ist überall sowas. Paint. Frage ist, was ist jetzt hier? Warum sollen wir das machen? Hi Blutlady, grüße dich. Polly und Luna, okay. So, kann ich jetzt darüber hüpfen, ja. Ah, hier sind so eine Art Taubenschutzgitter. Die sind auch nicht besonders gut für Katzen, nehme ich mal an. Follow me. Wir müssen irgendwie da runter anscheinend. Oh, wie? Ah ja, wartet. Hier hoch vielleicht. Genau. Ah, jetzt machen wir unten die Scheibe kaputt. Guckt mal. Sina. Sina ne Tricolor. Und Tiger. Tymbark und Flecky. Geile Namen. Tymbark. Oscar, Luigi und Zicke. Geil. Garfield und Saphira. Wahnsinn. Mupfel. Mupfel ist auch cool. Miau. So, jetzt haben wir ja hier das kaputt gemacht. Rocky. Auch nicht schlecht. So, was nun? Okay, wir sollen hier dem Pfeil nach. Ich versuche mal nicht das Ding zu berühren. Hi, königlicher König. Grüße dich. Und hi, Panzenmeister. Cool, Panzenmeister. Hat bei Vouchi im Chat rumgespielt. Sehe ich doch gleich. So, wir trinken gerade was. Oh, ja geil, wie geschmeidig wir gerade unten drunter durchgeglitten sind. Herrlich. Hast du 18 Katzen oder was? Königlicher König, das ist ja der Wahnsinn. Und Darkwon hat nur Fische. Auch nicht schlecht. Na, die sind wenigstens nicht so laut. Huch. Okay, alles gut. Alles gut. Blutlady, danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Lehn dich zurück, mach ein kaltes Fußbad und genieße das Katzenabenteuer. Ich guck bloß. Ich habe halt die ganze Zeit... Oh nee, was ist das? Sind die böse? Ich habe halt die ganze Zeit das Gefühl, wir verpassen hier irgendeinen krassen Loot oder sowas. Aber dem ist nicht so, ne? Oh, that's death. Vielen Dank für dein Follow. Jetzt hab ich mich aber erschrocken.
Meine Fresse. Ich lebe auch auf dem Land, aber nee, so viele Katzen ist mir dann doch zu viel. Obwohl Katzen ja so cool sind, die sind gesellig. Aber wenn ich mir vorstelle, was die schon allein dann an Katzenfutter bräuchten, weil die können sich ja nicht nur von Mäusen ernähren. Es sei denn, du wohnst irgendwo im Getreidelager. Blood Lady, das Game ist fantastisch. Ich weiß nur nicht, ob diese Typen da, ob die böse sind. Oh, oh. Was hast du? Soll ich dir helfen? Ah, okay. Wir haben es berührt. Armin, danke für die Biddies. Ein Schäschen Scheba für den Streuner. Deine Katzen. Mr. Fingerle. Ich sollte mir angewöhnen, die Alerts bzw. die Sounds für Let's Plays abzustellen. Was sollen denn die Leute auf YouTube denken, wenn ihr hier die ganze Zeit raushaut? Aber Faxe ist ein cooler Name. Ich trinke gern Faxe. So, der Robotermann möchte aber nicht mehr mit uns reden. Ich glaube, der ist hinüber. Okay, dann gehen wir mal hier aufs Mülltönchen. Wo ist das Mülltönchen, wenn wir es mal brauchen? Es steht direkt vor uns. Das ist wunderbar. Okay. Bisschen ungewohnt mit Controller zu zocken, aber es ist okay. Bei dem Spiel ist es okay, Leute. Und wir sind immer noch allein. Jetzt nicht mehr. Oh oh. Oh oh. Ey, haut ab! Ihr komischen Dinger, was auch immer ihr seid, haut einfach ab! Ich weiß gerade nicht, wo wir hinrennen, aber wir gucken mal. Ach, das sind sowas wie Zecken, kann das sein? Ah! Ich glaube, wir sind das erste Mal gestorben, Leute. Gabi, grüße dich. Und Stoffele? Genau, hi Stoffele. Ja, so Faxe hieß auch der bei Wiki. Aber Faxe ist auch eine super Biersorte. Also ich finde die super. So Leute, wir müssen uns jetzt mal kurz konzentrieren. Uiuiuiuiuiuiui, hau ab du Gräbel. Oh! Wow, 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 wow. Ja, haut ab, haut ab, haut ab. Ah, nicht schon wieder. So, link. Haut ab. Ah! Wo lang? Hoch. Hilfe. Oh, das sind aber auch Mistviecher. Ich meine, wie viele? Abhauen. Ich krieg schon bunte Finger. Hüpf, nein, hüpf. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Ja, wie bis jetzt ist das Game fantastisch. So. Ich schätze mal, wir sollen hier hoch. Jetzt mal immer diesen leuchtenden Schild hinterher. Es ist halt ein Katzenspiel. Es kann nur gut sein, ne? Also man sieht es ja schon allein im Chat, wie viele Leute hier privat Katzen haben. Privat. Kann man auch beruflich Katzen haben? Ja, ich glaube schon.
als wenn man im Tierheim arbeitet zum Beispiel. So. Was, wo lang? Das Ding zeigt da rüber. Ach, hier hoch. Ah. Hier sieht es aber nicht cool aus. Hier ist alles blau. Blau mag ich nicht. Komm, geh mal hier hoch, Mizi. Oh oh. Wir haben randaliert. Jo, Prost. Prost zusammen an alle, die da sind. Haut euch die kalten Getränke in den Kopf. Es ist verdammt heiß heute. So, ah, hier ist es. Wartet mal. Kann es sein, dass ich mit dem Fass... Nee. Wo muss ich hin, Leute? Ich sehe hier nichts. Ah, da oben. Aber komme ich denn da hoch? Das ist quasi, dieses Miauen gibt mir quasi so eine Art Tipp, wo ich lang muss. Ja, aber wie komme ich da hoch? Hallo? Oder muss ich hier nein? Ah, jetzt verstehe ich. Reicht das schon, Leute? Reicht das schon? Nee, noch nicht. Müssen wir noch ein Stückchen rüberrollen. Einfache Rätsel. Das sind ja noch die einfachen Rätsel. Aber ich denke mal, es wird noch problematischer. Für mein weiches Gehirn zumindest. Okay. Und nu? Ah. Uiuiuiui. Miau, miau, miau. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Grad in der Bude und Homeoffice. Oh Mann. Oh, 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 halt dich fest, halt dich fest. Das war knapp. Das war knapp. Und wieder voll aufs verletzte Bein hinten. Aber wir nehmen es locker. Wir nehmen es total locker. Ich finde es auch total cool, dass man eigentlich gar nicht so viel verkehrt machen kann. Das Spiel ist perfekt für mich. Außer, dass ich vorhin gleich in den ersten 10 Spielminuten gestorben bin. Oder wo lang denn jetzt? Wie komme ich da hoch, Leute? Ah, hier. Seht ihr, was ich meine? Das ist perfekt für mich. Nicht zu schwer. Und die Rätsel sind... Och, okay. Jetzt müsste ich nur noch ein guter Entertainer werden. Dann wäre es auch für euch unterhaltsam. Ne, hier geht es nicht weiter. Wer hat denn hier eigentlich seine Zange vergessen? Guckt mal, Zange und Schraubendreher und 2 Bierchen und eine Pepsi. Oder was auch immer. Kann ich denn hier auf dem Lichtkabel laufen? Nö, aber ich kann hier laufen. Ich hab voll die Katzeninstinkte, merkt ihr das? So, okay, hier sind wir in einem hellen Bereich. Wir betrachten mal wieder das Fahrrad, es hat keine Kette. Tolle Wurst. Kein Rücklicht, keine Bremsen, wie immer. Fahrräder in Computerspielen haben selten eine Grundausstattung an sicherheitsrelevanten Dingern. Muss ich immer wieder feststellen. Es fehlt da einfach. Aber gut, hier ist es nicht so schlimm, das Fahrrad hat keine Kette.
Da kann sich auch niemand verletzen, wenn er damit losfahren will. Obwohl eigentlich gerade schön mit den Schienbeinen ins Kettenblatt rutschen. So, wo lang? Hecke schneiden bei 35 Grad. Mensch, Steff. Das ist aber auch nicht so geil. So, wartet, wo geht's denn hier nur weiter? Ach, hier durch, ne? Nee, von hier sind wir gekommen. Nee. Was ist denn das hier? Wartet mal. Ah. Rätsel schon gelöst, bevor wir es überhaupt gestellt bekommen haben. Wunderbar. Müssen wir den Stecker mitnehmen oder was? Hä? Ach so, ich muss einfach hier hoch. Ich glaube, das war gut. Die Wohnung. Okay, wir sind in einer Wohnung, Leute. Okay, jetzt weiß auch jeder, dass wir hier sind. Was ist denn das hier? Ein alter 386er? Okay, das ist doch hier so eine Hackerbude, oder? Die hacken doch hier das Internet. Warte mal, hier geht's lang und hier geht's lang. Ich schätze mal, wir sollen keinen Lärm machen. Deswegen gehen wir hier lang. Sagt er und riss ein paar Dosen um. So, Radio aus. Was ist das hier für eine Freakbude? Das ist geil, oder? So, aber ich glaube, das führt zu nichts. Außer, dass jetzt der Bücherstapel hier umgefallen ist. So, hier ist eine Türe. Brauche Hilfe. Ja, wer kennt's nicht, ne? Wenn Katzen auf der Tastatur sind, kommt nun mal sowas raus. Durch die Türe gehen. Ah ja. Dann gehen wir mal durch die Türe, Leute. Hier hoch? Nee. Wo muss ich hin? Ah, guckt mal, hier sind Stecker. Wo will denn der mich haben? Hier ist irgendwas. Okay, ich habe eine Steckdose. Ah ja, noch eine Steckdose. Oh. Nee, Mann, steck die da rein. So, dann geht noch irgendwas an. Jetzt müssen wir noch zwei so eine Dinger finden. Da oben ist noch eine. So, wartet. Hoppa. Oh ja, coole Perspektive. Mann, steck's doch rein, du Depp. So, irgendwo ist noch so ein Ding, Leute. Ah ja. So. Passiert was? Meinst du, hier gibt's Secrets, Armin? I don't know. Da sitzt einer. Hallo? Und du? Ach, hier rüber. Wartet. Miau. Irgendwas ist da runtergefallen. Was ist das? Augen.
Was mache ich damit? Kenker? Leute, was machst du jetzt mit den Augen? Was auch immer das ist, sieht für mich aus wie Augen. Ach, hier. Okay. B12. Also niedlich ist das Spiel definitiv gemacht, ne? Das hat jetzt hier ein bisschen was von Wall-E oder wie dieser Film hieß. Ich bin frei, vielen Dank. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der Totenstadt? Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher korrumpiert ist. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Und ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Im Moment kannst du mich B12 nennen. Das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Lass uns von hier verschwinden. Folge mir. Aber wieso sollte ich der Drohne vertrauen? Naja, egal. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Dieser Schlüssel schließt die Tür auf, so viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Okay, dann mach mal. Ist quasi jetzt ein kleiner Gehilfe für uns. Oh, die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Den musst du dir noch umlegen. Okay, ich fühle mich nicht so wohl mit dem Ding. Das ist doch viel zu schwer. Die arme Katze, guckt mal, Leute. Und nu? So lang müssen wir jetzt, Leute? Ich glaube, die Katze ist viel zu schwach für dieses Gerät. Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeiner wie dich entworfen. Offensichtlich nicht, ich kann ja kaum tragen. Ist das unbequem für dich? Ja. Keine Sorge, du wirst dich dran gewöhnen. Naja, lernen durch Schmerz. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Vielleicht ist es auch der Schlüssel, der so schwer ist. Da, Schlüssel. Erinnerung? Keine Erinnerung. Ganz einfach. Okay, wenn dich eine Gegend neugierig macht, kann man das quasi dann mit dieser Drohne betrachten. Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Na, los geht's. Du gehst vor, ich komme nach. Darf ich noch mal einen Teppich kratzen? Genau, wähle. Easy.
Wow, was ist das für eine krasse Taschenlampe? Das wünsche ich mir in manchen Horrorfilmen sowas krasses. Horrorspielen. Wir sind die musikalischste Katze der Welt. Wer hat denn hier ein Bier bestellt? So, naja, gehen wir mal weiter. Was? Okay, die wollen den Code. Wartet, Freunde, wir müssen den Code finden. Mach mal die Lampe wieder an. In der Not macht es Code. Hier, da steht doch was, oder? Oh, dort. Drei, sieben, vier, acht. Jetzt haben wir blaue Tatzen. Drei. Hallo. Achso. Sieben, vier, acht. Yes. Now we can do a walkthrough this door. Wow, schau dir mal diesen Ort hier an. Ja. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Dass die Drohne alles weiß. Die Totenstadt. Aber echt krass, hier gibt es ja wirklich nichts mehr. Frag ich mich, was die, wie die Geschichte dann so weitergeht. Was ist denn das hier unten von Klimper? Ach, das ist das Zeug, was mir diese Dinger hinterhergeworfen hat vorne, ne? Okay, jetzt geht's aber noch nicht nach oben. Wir machen ja gerade nach unten. So. Irgendein Fahrstuhl. Ich sehe aber keinen Fahrstuhl. Na, wir finden das schon. Oh, irgendwas passiert? Videosequenz? Warte, ich erinnere mich. Die Außenwelt. Es fühlt sich so an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Keine Ahnung. Ich habe jemand versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte, das Mauerbild, wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Gut, dann nimm mit. Neuer Gegenstand. Eine Karte. Postkarte. Ja, warum habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Ah, offensichtlich sind wir dafür verantwortlich, der Drohne zu helfen, wieder das Bewusstsein zu erlangen, beziehungsweise nicht Bewusstsein zu erlangen, sondern die Erinnerung zurückzubekommen. Lass uns weitergehen. Gut, lass uns weitergehen. Okay, wir haben die erste Erinnerung freigeschaltet. Wartet, wo war das? Hier drüben, ne? Ne, das war Licht. Hier, guck mal, ich habe noch nichts verpasst. Anscheinend die erste Erinnerung. Aber selbst wenn ich was verpasse, liebe Zuschauer, holt euch das Game und versucht es auch mal. Und ich sag euch, es fetzt. Kannst du hier rüberhoben? Ja. Aber wir kommen ja auch mal weiter runter. Wir müssen doch zum Aufzug, hat doch das Ding vorhin gesagt. Oder, warte. Übersetzen. Sicherheitszone. Ist das gut oder schlecht? Ich traue mich nicht darunter, Leute. Blutlady. Also, ich kann es nur wirklich empfehlen. Es kostet jetzt auch nicht so viel. Und ich schätze mal, das ist so ein Spiel, was du mehrmals durchspielen kannst. Nein, 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 nein. Haut ab. Folgen die mich? Oder vorne ist irgendwas? Die Slums. Okay, hier wohnt offensichtlich noch jemand. Werden wir noch verfolgt? Nee. Guckt mal, Leute, da vorne. Also zumindest ein Roboter oder irgendwas. Eine künstliche Intelligenz. Okay, der hat offensichtlich Angst vor uns.
Okay. Das ist kein gutes Zeichen, nehme ich mal an. Ich schätze mal, irgendwas wird uns jetzt hier jagen oder so, ne? Wenn der hier roten Alarm gegeben hat. Shitty, Leute. Ich kann auch gerade nicht rennen. Warte, lass mich mit rein. Du musst das ja nicht mit Controller spielen, Armin. Ich habe mich nur dafür entschieden, weil es das Spiel so vorschlägt. Aber vorne, als ich die Soundeinstellung gemacht habe, habe ich mit Maus und Tastatur gespielt und das hat auch wunderbar geklappt. So, okay. Jetzt mal, der ist nicht lieb, ne? Was? Ich verstehe nichts. Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zwerg. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Vielen Dank. Okay, die sind offensichtlich nett. Aber ja gut, nett. Ist auch manchmal der kleine Bruder von Scheiße. Hi Hefty, grüß dich. Die sind ja cool. Mit Wächter sprechen. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Gegenstand anzeigen. Postkarte. Oh, ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltlern. Aber die sind jetzt alle weg. Außer Momo. Oh, wer ist denn Momo? Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst, aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Er wohnt hoch oben in dem Gebäude mit dem orangenfarbenen Neonschild. Alles klar, da sollen wir jetzt anscheinend hin, Freunde. Dit werden wir tun. Zögere nicht, mich jederzeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen. Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo oben in dem großen Gebäude mit dem orangefarbenen Neon-Schild sprechen. Das ist der Einzige. Ah, der gibt mir jetzt quasi bloß die Tipps. Quasi gibt nochmal wieder, was unsere Aufgabe ist. Wunderbar, Leute. So, die Frage ist halt, wie kommen wir down off? Ich schätze mal, die Richtung, die war hier gerade schon gut. Oder? Gucken wir erstmal alles ab. Ne, jetzt sind wir wieder hier, oder? Ja, Leute, wie kommen wir da hoch? Treffen, Y, was ist Y? Oh, schmusen, das ist ja geil. Oh. Oh. Rabelb, grüß dich. Vielen Dank für deinen Follow, herzlich willkommen. In der gemütlichen Katzenrunde, sag Miau. Und ich sag dir, wer du bist. Okay, wir müssen irgendwie nach oben kommen. Zack. Oh, da ist was. Notenblatt 5 von 8 nehmen. Haben wir.
Wie gesagt, wenn ich hier irgendwelche Secrets verpassen sollte, nehmt mir es nicht übel, Leute. Ich versuche alles Mögliche zu sehen, aber ihr wisst ja, wie es ist, wenn man selbst hier spielen muss und dann noch reden muss, dann kann es sein, dass man ein bisschen was verpasst. Oh, hier merken. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Erinnerung, oder? Essen die das wirklich? Ursprünglich hatten sie kein Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie die den Menschen nachahnten. Ach so, die fressen dort quasi Leiterplatten und Mikrochips. Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegen gegenüber ihrer Lebensweise sein. Das ist ja cool. Okay, wir haben... Ah, da haben wir doch einiges verpasst. Aber egal, Leute. Ist nicht schlimm. Machen wir uns nicht draus. Das, da hat man ja den Grund, das noch ein paar Mal zu spielen, wisst ihr? Um wirklich 100% abzuschließen. So, was geht denn hier? Was konnte ich denn hier gerade mit der Tasse machen? Hm. Am Schmusen? Nee, will er nicht. Das ist irgendwie cool, dass du echt hier als Katze überall hin kannst. Musik ändern. Oh, war das gut oder wären die da jetzt böse? I don't know. Übersetzen. Jakob, Mitarbeiter des Monats, September XX27. Hm. So, immer noch die Frage. Wie kommen wir da hoch? Übersetzen. Tauschhändler, Super Spirit, Wäscherei, Omas Kleidung, AJs Programmierung. Hm. Tja, wir müssen ja irgendwie nach oben, ne? Aber hier ging es ja nicht wirklich nach oben. Hier geht's doch. Guck mal hier. Und da müssen wir hin. Ah, doch. Ich glaube, wir haben jetzt langsam einen kleinen Weg gefunden. Oh, was ist denn hier? Noch eine Wohnung. Wollen wir mal reingucken? Vielleicht ist da hier irgendwas Lustiges drin. Schöne Musik kommt zumindest schon mal. Huch. Das war ich nicht. Ist das cool gemacht? Also die wurden anscheinend offensichtlich mal von Menschen erschaffen. Und irgendwann gab es keine Menschen mehr. Und dann waren sie sich auf sich alleine gestellt und haben aber trotzdem versucht, Menschen nachzuahmen. Ah, hier, Notizbuch von Clementine, 4 von 4 nehmen. Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemand namens Clementine zu gehören. Oh, warte. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen, seine Augen. Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Hm. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen, von dem der Wächter uns erzählt hat. Ja, sind wir auf dem Weg. So, haben wir wieder mal was freigeschaltet. Hier ist noch... Ah, guckt mal, hier ist noch was. Notizblatt 6 von 8. Ja, hier gibt es wahrscheinlich übelst viel. Überall, aber... Ah, hier geht's weiter. Sehr gut. Komm ich da hoch? Ah, hier ist noch ein Notizblatt. Na, guckt mal, wir finden doch schon so ein paar Sachen. Ist doch cool. Frage ist, wartet mal. Ne, hier waren die Erinnerungen. Wo sind denn diese Notizblätter? Hm. Keine Ahnung.
Das kennt man von Katzen. Meine Katze früher hat es auch immer am Fenster gemacht, bis man sie reingelassen hat. Was ist das für ein Geräusch an der Tür? Wahrscheinlich nichts. Dann müssen wir es nochmal machen. Geht nicht nochmal. Schade. Aber cool, dass man es machen kann. So, dann hier aufs Rohr nehme ich mal an. Kickrock. Manchmal macht die Katze außerirdische Geräusche. Aber es ist okay, es sei ihr doch gegönnt. Vielleicht ist das ja auch nicht Planet Erde. Gibt es hier einen Mond? Oh ne, und die Sternenkonstellation sieht auch komisch aus. Offensichtlich haben wir einen künstlichen Himmel oder sowas. Mist, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir lang müssen. Und wo sind wir jetzt gekommen? Von hier. Ah, hier ist ein Eimer. Da werden wir aber wahrscheinlich einmal wieder runterfahren. Wir wollen ja jetzt nicht runter, sondern hoch. Hoppala, hoppa. Oh, guck mal. Süß. Ja, cool, dass der hier daneben auch schläft. So, wo war das? Da oben, ne? Jetzt haben wir es gleich geschafft, Leute. Was macht denn der? Wirft der etwa Farben runter? Ne, der stellt die dort auf. Miau, miau. Miau, miau. Ach, wie ich hier aber auch so gar nichts verpassen will, aber wahrscheinlich trotzdem echt übelst viel übersehe. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir reden noch mit Momo und dann machen wir eine kleine Pause. Für YouTube bedeutet das, dass das dann erst in der nächsten Folge weitergeht. Belüftungsstromversorgung. Ach, hier. Haben wir jetzt ausgeschaltet. Das hier. Warte mal, müssen wir denn da hin? Okay, das Ding kann ich nicht wieder aufheben. Nein, Leute, sind wir jetzt wieder ganz am Anfang. Ach, kein Quatsch. So, gut, reicht. Trink nicht so viel, sonst hast du nur eine volle Blase. Was ist das hier? Haben noch was gefunden. Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemand namens Baldassar zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zorks nennen. Zorks. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Also die Zworks oder wie die heißen, die sind uns vorhin quasi gefolgt. Warum redest du nie? Na, weil ich denke, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Na, da steht immer nur schmusen mit Y oder B angreifen oder sowas. Ich will die ja nicht angreifen. Ich habe Angst, dass die dann sauer werden oder so. Oder meinst du, dass es noch komisch übersetzt ist? Ah, guckt mal. Ich will aber nicht runter, ich will doch hoch, verdammt. Kommt dort aber nicht rüber. Kann ja nur runter, Leute. Jetzt geht's aber schon wieder runter. Mann, oh. Doch voll doof. Merken. Ah, hier ist noch eine Erinnerung. Erstaunlich, die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahmte ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach.
Jetzt haben sie ihre ganz eigene. Die Menschen haben oft gesagt, dass es ein, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. Das sind zweifellos verzweifelte Zeiten. Cool. Zweifellos verzweifelte Zeiten. Hi Mike, grüß dich. Da steht nichts von... Ich dachte... Zumal erstmal wieder ganz unten, Leute. So, hier, pass auf, da steht Treffen. Meinst du, das Treffen ist friedlich? Ich will mich erstmal hinlegen. Oh, das ist aber ein schwieriger Name. Noch ins Beim. Noch an's Bühme. Sorry, Leute. Ich weiß es nicht. Hi, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Ich dachte, dieses Treffen ist, dass man die mit irgendwas trifft. Mit der Katzenpfote. Ah, man kann wirklich mit denen reden. Hallo, ich bin Musiker. Ich habe aber keine Songs. Okay, dann ist es wohl ein Bassist. Gegenstände anzeigen. Noten. Ah, hier, guck mal, ein Notenblatt. Können wir denen das jetzt geben? Morgen, übermorgen. Klingt cool. Hier, schau dir das an. Geil, dieser Gitarrenkorpus besteht aus einem alten Benzinkanister. No Chance, Chance by me lautet der Name, sorry. Ich lese da noch eins Beame. Ja, kann ich wieder weg? Du hast wunderschön gespielt. Hast du gut gemacht. Habe ich dadurch jetzt irgendwas Tolles freigeschalten? Nee. Fakt ist, wir sind ja jetzt wieder ganz unten, Leute. Ist. Oder? Was für einer? Treffen. Ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch wenig Licht. Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schaue, wie groß sie werden. Das ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Okay, was können wir dem? Notenplatz. Tja, Leute. Fakt ist, wir sind wieder ganz unten. Aber guckt mal, es sind ja noch ganz viele, mit denen wir labern können. Um. Johann. Warum da hochgehen? Das ist doch nichts. Okay, wir müssen dann wahrscheinlich rausfinden, welche Gegenstände zu welchem Charakter hier müssen. Ronan, dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert. Und ich werde morgen 374 Jahre. Entschuldigung. 374 Jahre wird er schon alt. Wahnsinn. Du hast uns einen Schrecken eingeackt. Wir dachten, du wärst ein Zork. Nee, bin ich nicht. Mobile 6, grüße dich. Danke euch, Leute. So, was war hier noch? Da ist eine Wackelkatze. Kann ich mit der Wackelkatze was machen? Nö. So, Freunde, immer noch die Frage, wie kommen wir denn dort hoch? Da oben ist auch noch irgendwas. Übersetzen. Die alten Geschichten sprechen von natürlichem Licht, das von einem Stern ausging und zu unseren Füßen landete. Dieses Licht verursachte Wärme und Wohlbefinden bei unseren Vorfahren. Es half ihnen zu wachsen. Die Sonne. Aber wenn die Sonne nicht mehr da ist, dann... Da ist noch irgendwas.
unsere längst verstorbenen Vorfahren. Die Weichen haben uns diese Stadt hinterlassen. Unser Zuhause ist ihr Vermächtnis. Die Weichen. Klingt cool. Die Menschheit sind die Weichen. Okay, Freunde, da würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal ein kleines Päuschen für YouTube. Gibt es halt einen kleinen Cliffhanger. Wir gucken in der nächsten Folge auf YouTube weiter, wie es hier vorwärts geht. Bisher bin ich sehr begeistert von dem Spiel. Hat super gut Atmosphäre. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es bisher findet. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüssikowski und Miau. Ciao.